Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute habe ich für euch 5 Anfängertipps für Realm Royale. Tipp Nummer 5. Schaut euch jede Klasse einmal genau an. Spielt sie ein paar Runden, um zu lernen, was diese Klasse kann und ob sie euch liegt. Es wird sich höchstwahrscheinlich eine Klasse herauskristallisieren, die dir am besten Spaß macht, aber du solltest auch wissen, was die anderen Klassen können. Du weißt zum Beispiel, dass die Magierin einfach wegfliegen kann, dass der Schurke sich vielleicht unsichtbar macht und so weiter und so fort. Das ist besonders wichtig, damit der Gegenüber dich nicht einfach überraschen kann, also mit irgendeinem Move, den du noch gar nicht kennst. Wenn du alle Klassen schon ein paar Mal gespielt hast, weißt du, was sie können und kannst auch dementsprechend reagieren. Es macht natürlich Sinn, sich dann irgendwann auf eine Klasse zu spezialisieren und mit dieser dann immer besser zu werden. Tipp 4. Nutzt euer Pferd. Ich war am Anfang komplett verwirrt und dachte nur, die Frau hat dieses Pferd. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da rechts angezeigt wird, dass da überhaupt ein Pferdchen zur Verfügung steht. Wenn ihr aufkommt und das Pferd sofort spawnt und dann Richtung Häuser lauft oder wenn ihr in die Mitte in die Höhle geht, nutzt das Pferd. Wenn ihr 3-4 Schritte vor den Gegnern seid, weil die ihr Pferd vergessen bzw. es zu spät eben herbeirufen, dann hat man den Vorteil. Ihr habt dann die Waffe in der Hand und könnt auf ihn schießen, während er nur ein Messerchen in der Hand hat. Tipp Nummer 3. Sammelt das Heal-Stuff ein. Die grünen und die gelben Tränke, die euer Leben anheben und euren Schild verbessern bzw. wieder auf ein gewisses Level bringen, sind essentiell. Ich sehe so oft Leute, die in irgendeiner Ecke stehen, die es geschafft haben, aus dem Fight rauszurennen und dann eben einfach sterben, weil sie sich nicht mehr richtig heilen können. Tränke und Schildtränke sind optimal, um sich in Ruhe zu heilen, also nehmt die Teile auch mit. Platz Nummer 2. Gerade wenn man im Spiel recht neu unterwegs ist, freut man sich sehr über die ersten paar Kills und man freut sich, dass man vielleicht mal in die Top 30, Top 20, Top 10, Top 5 oder sogar auf den ersten Platz kommt. Wenn ihr diesen zweiten Tipp hier aber nicht beachtet, wird es mit dem ersten Platz wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwierig werden. Und zwar müsst ihr die Schmieden nutzen. Als Anfänger kann man damit wahrscheinlich gar nicht viel anfangen, vor allem wenn man sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt hat, also sich keine Videos angeschaut hat und so weiter und so fort, sondern einfach reinspringt in die Action. Es ist das A und O, dass wenn ihr genug Punkte habt, also genug von diesen Chanties gesammelt habt, dass ihr dann an die Schmiede geht und euch eure Ultrawaffe holt und auch Ultrarüstung. So viele Leute fallen aus allen Wolken, wenn sie auf einmal so gegen Ende, obwohl sie voll sind mit Life und Rüstung, sehr schnell sterben. Und das liegt daran, weil die Gegner sich ihre Waffen abgegradet haben. Die haben sich für ihren Charakter die optimale Waffe geholt. Der Krieger hat zum Beispiel so ein Wurfschwert, Axt, Ding. Damit wird Damage ohne Ende gedrückt und dann stirbt man auch sehr, sehr schnell. Man kann sich diese Waffen bereits ziemlich weit am Anfang holen, wenn man ein paar Kills gemacht hat oder ziemlich viele Sachen enchantet hat. Das heißt, ihr könnt innerhalb der ersten paar Minuten derjenige sein, der mit seiner ultimativen Waffe rumläuft. Natürlich solltet ihr euch auch die ultimative Rüstung für euch holen, ganz klar. Aber wenn ihr am Ende in den Top 20 mit so einem grünen-blauen Wäffelchen rumlauft und damit nichts gebacken bekommt, dann braucht ihr euch wirklich nicht zu wundern, dass es halt nicht läuft. Holt die fette Wumme ran. Und der Tipp Nummer 1 ist folgender. Gebt nicht so schnell auf. Ich weiß, es ist frustrierend, wenn man gerade frisch runtergeflogen ist, also eben gelandet ist und dann direkt gekillt wird, weil der Gegner halt 3 Schritte vor einem bereits an der Kiste war und dann eben eine Waffe hatte man selbst nicht. Haut einfach direkt ins nächste Spiel rein. Spielt immer weiter. Und vor allem, geht immer schön am Anfang in die Action. Ihr müsst dieses Aiming hinbekommen. Also ihr müsst dieses Aiming lernen. Es bringt nichts, wenn ihr euch weit weg vergrabt irgendwo und euch da aufrüstet und vielleicht mittelprächtig dann dasteht, aber dann überhaupt nichts trefft und einfach nur die Fresse poliert bekommt. Geht einfach, nachdem ihr alle Charaktere kennengelernt habt und eben auch diese ganzen Spezialfähigkeiten, jeder Charakter hat ja 4, wenn ihr die auch kennengelernt habt, dann geht am Anfang einfach immer wieder direkt runter mit der Meute. Und geht da richtig rein. Holt euch eine Waffe und Fuhrwerk da mal so ein bisschen rum in der Action. Weil diese Erfahrung müsst ihr machen. Später, wenn es dann darauf hinausläuft, dass der Kreis sehr, sehr klein wird, wird es eh darauf zurückkommen, dass es dann etwas hektischer wird. Ich kann verstehen, dass man am Anfang vielleicht aufgeregt ist und dann lieber weit weg fliegt. Aber dann rüstet ihr euch minutenlang auf, lauft ewig lange rum, vergesst natürlich euer Pferd, logisch, und lauft zu Fuß 80.000 Kilometer. Und dann werdet ihr von einem einfach hinterrücks mit seiner Axt beworfen, weil er die schon aufgeschmiedet hat. Dann kann ich natürlich voll und ganz verstehen, dass man sich sagt, boah, was für ein Kacke, ich lasse es lieber. Aber es liegt halt einfach an eurer Spielweise. Geht am Anfang mal schön rein und bollert, dass ihr auch ein paar Erfolge feiern könnt, dass ihr 2-3 Kills habt, dass ihr dann noch direkt Chanties habt, um irgendwas zu entwickeln und so weiter und so fort. Gebt einfach nicht auf. Spielt ein paar Runden, wenn es halt nichts ist, dann macht man halt am nächsten Tag weiter. Ich habe auch schon Spiele gehabt, da bin ich 5 oder 6 Mal am Stück einfach jedes Mal gelandet und habe sofort die Fresse poliert bekommen. Was soll's? Dann gehe ich einfach das 6., 7. und 8. Mal rein, dann läuft's. Vielen Dank, dass du dieses Anfänger-Tutorial angeschaut hast. Falls es dir gefallen hat, kannst du natürlich Däumchen und so, du weißt Bescheid. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann kannst du gerne in die Kommentare schreiben, was dir nicht gefallen hat. Haut rein!